Prolog. Eisiger Wind fegte über die schneebedeckten Kämme und Täler jenseits des irdischen Reiches. Der Tod schlummerte überall unter dem weißen Mantel, der die Berge unter sich begrub, bereit, mit frostiger Klaue zuzupacken. Eine vermummte Gestalt kämpfte sich durch die Pässe, die kaum ein Mensch finden, schweige denn eine Reise auf ihnen überleben konnte. Gedrungenes Schluchzen hallte durch die Täler und wurde von den Böen davongetragen. Eine gebrochene Seele verbarg sich unter dem grauen Kapuzenmantel, der sich träge über die Pfade schleppte. Verzweiflung, Wut, Hass. Schritt für Schritt trieb sich der Wanderer weiter durch die weiße Hölle und wankte dabei bedrohlich auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Er durfte nicht stehen bleiben, nicht einmal eine kurze Rast, denn das würde sein Ende bedeuten. Wie lange sein Marsch umdauerte, vermochte er nicht mehr zu vermuten, und doch, er sollte zum Ziel führen. Endlich war es zu sehen. Inmitten einer weitläufigen Senke, dessen Grund nicht zu erkennen war, erhob sich ein gewaltiges Massiv. Ein riesiges, grimmiges Gesicht war dort in den nackten Fels geschlagen worden. Es war die Front einer Festung, deren Gänge, Hallen und Kammern sich tief in den Berg hineinfraßen. Die dunklen Augen des Bollwerks glommen im dichten Schneetreiben und es schien, als würden sie mit mahnenden Blicken stets die schmale Brücke beobachten, die als einziger Zugang über den unendlichen Abgrund führte. Wie eine dünne Zunge verband sie den weit geöffneten Schlund des Gesichts mit dem Ende des Pfades auf der anderen Seite der Senke. Nur noch wenige Meter. Vorsichtig tat der Wanderer den ersten Schritt auf die eisige Brücke. Eine winzige, unkontrollierte Bewegung, ein Hauch Unachtsamkeit, und sein Tritt würde auf der spiegelglatten Brücke entgleiten und ihn in die Tiefe reißen. Vermutlich wäre es einem Sterblichen unmöglich, einen sicheren Weg über diese sturmgepeitschte Höhe zu finden, ganz gleich, wie achtsam er sich gab. Doch es war etwas anderes, das die Schritte des Wanderers lenkten. Hass. Wut. Hass. Er erreichte den Schlund und keine verschlossenen Portaltüren stellten sich ihm in den Weg. Nichts, das am Eintritt in die Dunkelheit der Festung hinderte. Das war nicht nötig. Waren doch der windige Gebirgspass und die Kälte allein beinahe unüberwindbar. Sollte der Wanderer auf Erlösung von der erbarmungslosen Kälte gehofft haben, so wurde er enttäuscht. Zwar regte sich innerhalb der klammen Mauern kein Lüftchen mehr, doch schien es noch kälter zu werden. Es war keine Kälte, die von außen auf den Körper eindrang. Dieser Frost wühlte sich von innen durch den Geist und hinterließ seine betäubende Spur auf dem Willen selbst. Plötzlich schien jedweder Sinn dieser Reise an der Schwelle des Schlunds zurückzubleiben. Wie in Trance stolperte der Wanderer weiter in das bläulich schimmernde Halbdunkel der Festung hinein. So behutsam er seine Füße auf den stählernen Boden der endlosen Hallen aufsetzte, warfen sich seine Schritte dennoch im Vielfachen gegen die Wände, die mit bloßem Auge nicht auszumachen waren. Vielstimmig rührendes Gesumme erklang. Sie waren hier überall. Und doch bemerkten sie den Wanderer nicht. Noch nicht. Nacktes Grauen bohrte sich in sein Herz, doch der Gedanke an denjenigen, der all das hier zu verantworten hatte, war wie Treibstoff für jeden Schritt. Massive Säulen schraubten sich in einschüchternde Höhen, von wo es misstrauisch herabblitzte wie von vieläugigen Kreaturen, die sich jeden Moment herabstürzen würden. Das lange Gewand des Wanderers raschelte um Ecken und lichtlose Korridore entlang. Es war alles seine Schuld. Dann endlich. Ein
kreisrunder Raum, so groß wie eine Kathedrale, und auf steinernen Altären schimmerten die verschiedensten Dinge in schwachem Licht. Jedes einzelne von ihnen war von unschätzbarem Wert, doch es blieb keine Zeit, sich hier genauer umzusehen. Sie war hier, ganz in der Nähe. Hastig huschte der Umhang an den Altären vorbei, dann endlich war sie gefunden. Eine gläserne Kugel auf schwarzes Seidentuch gebettet, glomm rot-golden in der Dunkelheit, wie ein Funke in der Nacht. Blasse Dampfschwaden stoben von ihr aus. Der Wanderer schloss seine Hände darum und die Wärme, die von der Kugel ausging, durchflutete seinen Körper und förderte einen euphorischen Triumph empor, der jeden Zweifel erstickte. Es war geschafft. Niemand würde es jetzt noch aufhalten können. Seine warme Beute eng am Körper tragend, hastete der Wanderer den Weg zurück, den er gekommen war. Die innere Kälte konnte ihm jetzt nichts mehr anhaben. Der Zweifel und die Erniedrigung, von der sie sich näherte, waren vergangen. Die Gesänge rührten noch immer durch die Festung, nur hatten sie jetzt etwas Argwöhnisches angenommen. Etwas regte sich im düsteren Gebälk der Hallen, wie riesiges geflügeltes Getier, das unruhig seine Schwingen spannte. Nun war Eile geboten. Sie hatten bemerkt, dass etwas ungewöhnlich war, dass sich etwas verändert hatte. Wie schnell würden sie bemerken, dass sie bestohlen worden waren? Einem Schatten gleich schlich der Wanderer durch die Gänge und Hallen, wo sich jetzt schwere Mäntel durch die Finsternis schleiften. Der Ausgang war nahe. Nur noch ein paar Schritte und dann würde der Kampf mit den frostigen Gebirgspässen erneut beginnen. Doch nun war der Wanderer gewappnet. Durch den Trost der Kugel waren alte Kräfte aufgetaut worden. Er kam nun schneller voran. Er ließ die Brücke hinter sich und wie ein verschwommener Schleier jagte er über die Pfade. Er war nicht mehr aufzuhalten. Der Tod hatte sich wieder unter seine weißen Laken gelegt. Er hatte kein Interesse mehr an dem vermummten Wanderer. Ein tiefer Hornstoß ließ das Gebirge erzittern. Der Raub war enthüllt. Doch der Dieb hatte soeben den letzten Schritt auf den eisigen Pfaden getan und von dort würde es schwer sein, ihn aufzuspüren. Dennoch, von nun an war er auf der Flucht. La Terra, Teil 1. Geschrieben und gelesen von Benjamin Kurax. Erstes Kapitel. Alte Geschichten. Ein dunkelgrüner Bulli eierte mit röhrendem Motor eine einsame Landstraße entlang. Die Abendsonne färbte den Weizen mattgolden, der rechts und links in die Straße hing, und Insektenschwärme wirbelten in ihrem Schein. Eine laue Brise streichelte sanft über die Halme und trieb sie vor sich her wie kleine Wellen. Natürlich hätte Phil Curtis auch den Highway nehmen können und wäre dann sicher viel schneller gewesen, doch das tat er nie. Er liebte diese kleine Straße, die sich von Getreide umfasst, meilenweit durch vergessene Waldlandschaften schlängelte. Sie war die kleine Schwester des Highways, der kaum eine Meile weiter parallel zu ihr vorbeischoss. Von der Hektik und der Eile war hier jedoch nichts zu spüren. Der Fahrtwind sog den Rauch der Zigarette aus dem heruntergekurbelten Fenster und zerzauste Phil das kastanienbraune Haar.
Verträumt blickte er über die Felder und schickte seine Gedanken an geheime Orte, wohin ihnen niemand folgen konnte. So wenig der Highway mit dieser Straße gemeinsam hatte, so wenig schien Phil zu den Leuten zu gehören, die ihn befuhren. Seit er denken konnte, hatte er immer das Gefühl gehabt, nicht richtig zu passen, wie ein Puzzleteil, das man versuchte, gewaltsam in ein Bild zu drücken. Er hatte aufgegeben, herausfinden zu wollen, warum das so war, und so versuchte er dem Alltag und all seinen anstrengenden Begegnungen, so gut es ging, zu entkommen. Die Straße machte einen großen Bogen um eines der letzten Felder herum und führte dann durch ein Tor, geformt von dicken Ästen zweier Nadelbäume, die den Eingang des großen Waldes bewachten. Die Bäume verschluckten das gleißende Licht und es wurde dunkel und kühl unter dem Blätterdach. Nur vereinzelt stachen silbern glitzernde Strahlen hindurch und warfen nervöse Lichtpunkte auf den Asphalt. Die graubraunen Stämme standen dicht zu beiden Seiten und ließen das Grollen des Motors nicht wieder entfliehen, sodass es zu einem durchdringenden Dröhnen anschwoll, wie das Brüllen einer mächtigen Kreatur, auch wenn das so gar nicht zum freundlichen Äußeren des Busses passte. Es war, als würde man durch die Schleuse zwischen zwei Welten fahren. Einige Meilen fraß ich die Straße durch den Wald und es schien, als wollte sie auch nicht wieder heraus, als eine salzige Brise um Phils Nase strich. Er lächelte. Dann plötzlich endete der Wald so abrupt, wie er begonnen hatte. Die Straße brach aus seinem kühlen Schatten und verlief nun parallel der Küste entlang. Weiß schäumende Wellen zerschellten klatschend an den Felsen weiter unten und das Meer, ein unendlicher orange-roter Teppich aus vielen kleinen Wogen, erstreckte sich bis zum Horizont. Willkommen in Sleepy Bay, verkündete ein verwittertes, vom Salz grün gefärbtes Holzschild, auf dem ein paar Seevögel hockten und dümmlich dreinglotzten. Phil folgte dem geschwungenen Pfad einen Abhang hinab, während sich die verträumte Hafenstadt wie aus einem Bilderbuch vor ihm aufbaute. Die schlichten Häuser mit ihren großen, gepflegten Gärten hatten ihre Fenster aufs Meer hinausgerichtet. Wilde Bäume zeigten überall zwischen ihnen in die Höhe, als wäre die Stadt einfach in den Wald eingefallen, ohne besonders sorgfältig dabei vorzugehen. Stellenweise hatten sich ein paar Palmen dazu verirrt. Diese jedoch hielten sich hauptsächlich an den weißgoldenen Strand, von dem vereinzelt Stege aufs Meer hinausführten. Weiter hinten in der Bucht lag ein kleiner Hafen, an dem viele Segelschiffe glucksend vor sich hinschaukelten. Phil ließ den Wagen durch die vertrauten Straßen rollen und grüßte hier und da. Auch wenn die Bewohner des Örtchens Phil immer noch nicht richtig einzuordnen wussten, so hatten sie wohl insgeheim beschlossen, dass der grüne Minivan und sein merkwürdiger Besitzer doch ganz gut in ihr kleines Paradies passte. Phil zwängte den Bus durch die kleinen Gässchen und schließlich durch einen alten Torbogen in den winzigen Innenhof von Corvey's Bookstore, wo der einzige Parkplatz, den es hier gab, immer für ihn frei war. Das Glöckchen über der Ladentür war schon immer da gewesen und der Boden knarzte, als Phil eintrat. Die Wände waren mit antiken Regalen zugemauert, überladen mit allen Arten von Büchern. Das dunkle Nussbaumholz glänzte verheißungsvoll im dämmerigen Licht, das die Sonne durch die milchigen Fenster schickte, und ließ vermuten, dass hinter jedem der verwinkelten Regalmauern ein nebulöses Geheimnis wartete. In der Mitte führte eine schmiedeeiserne Wendeltreppe in die obere Etage und rundete das Bild eines Buchladens aus längst vergessenen Zeiten perfekt ab. Phil beruhigte dieser Anblick jedes Mal aufs Neue, auch wenn er dieses Mal nicht lange bleiben würde. Von oben drangen gedämpfte Stimmen herab. Es war also Kundschaft im Laden. Phil kam das sehr gelegen.
Zielstrebig zwängte er sich durch die engen Gänge, vorbei an historischen Romanen und einer Abteilung für Kinder, und vergaß dabei nicht, den Fuß vor dem Regal mit dem herausstehenden Bein zu heben, über das man gerne stolperte. Vor einem Regal jedoch hielt er inne. Ein Buch mit einem glänzend blauen Stein auf dem Rücken war dort einsortiert. Seine Lippen kräuselten sich. Kielblüte verkündeten kunstvoll ineinander geschlungene Linien, und sein eigener Name sprang ihm entgegen. Es war der glücklichste und gleichzeitig beängstigendste Moment seines Lebens gewesen, als er das Buch zum ersten Mal neben all den anderen in diesem Buchladen gesehen hatte. An dem Tag war er rund 20 Mal an den Neuerscheinungen vorbeigelaufen, nur um zu sehen, ob es auch wirklich da war. Damals hielt er es für töricht zu glauben, mehr als ein paar Leute würden sich für das interessieren, was in seinem Kopf entstanden war. Doch offenbar war es etwas gewesen, das der Zeitgeist der Bücherwürmer willkommen geheißen hatte. Die Leserzahlen hatten sich förmlich überschlagen und schon bald war nach einer Fortsetzung gegiert worden, die kaum ein Jahr später erschienen war. Er war nicht reich geworden und doch hatte ihm das Schreiben zu einem freien, kleinen Leben in der verwunschenen Hafenstadt verholfen. Die Idee war ihm während seines Studiums in einer der unzähligen, sterbenslangweiligen Vorlesungen in den Kopf geschossen. Die Bilder hatten sich einfach vor ihm aufgebaut. Er hatte nur noch zusehen müssen. Wie unter Strom, von knisternder Euphorie erfüllt, hatte er sich alles angesehen, was ihm sein Verstand in diesen Momenten beschert hatte. Er wurde süchtig nach seinen eigenen Fantasien und der Stift, der sonst träge abpinselte, was irgendein Professor an die Tafel schrieb, flitzte nur so über die Seiten, und es war eine Welt geboren, die ihm durch das verhasste Studium half und ihm Zuflucht vor dem grauen Alltag gewährte, in dem er so widerwillig gefangen zu sein schien. Erzählt hatte er damals niemandem davon. Nicht einmal seinem besten Freund Vincent Corvey. Er hatte Angst, der Zauber könnte in dem Moment verloren gehen, in dem er seine Geschichte offenbarte. Wie ironisch das Schicksal doch sein konnte, wo sie mittlerweile überall in den großen und kleinen Buchhandlungen zu finden war. Phil nahm ein Exemplar heraus und betrachtete es. Sofort schlossen sich seine Gedanken um die Abenteuer, die hinter den Seiten verborgen lagen und die er selbst erlebt und aufgeschrieben hatte. Das Cover war im Laufe der Jahre einige Male geändert und es waren Sonderausgaben herausgegeben worden. Warum Leute für denselben Inhalt mehr Geld bezahlten, nur weil ein anderes Bild den Einband schmückte oder dieser von besonderer Aufmachung war, hatte Phil noch nie verstanden. Aber ihm war es nur recht. Die Kundin war gegangen. Schnell stellte Phil das Buch zurück, als ein schmales Gesicht mit freundlichen Augen um die Ecke schielte. »Wusste ich doch, dass ich deinen Wagen gehört habe«, sagte es und strahlte Phil durch seine runden Brillengläser an. »Hey, Vince«, sagte Phil und lächelte zurück. Vincent Corvey war ein großgewachsener, hagerer Mann, der meist in unpassend zusammengewürfelter, rustikaler Kleidung steckte und dessen wellig dunkelblondes Haar bereits einige, von ihm jedoch gewissenhaft verleugnete, graue Ansätze zeigte. Er war der Besitzer des Buchladens und Phils bester Freund. Er war der Einzige, bei dem Phil seine Maske ablegen konnte, die er pflegte zu tragen, wenn er sich in Gesellschaft befand. Vorzutäuschen, er würde sich mit denselben Dingen beschäftigen und über das Gleiche nachdenken wie alle anderen, nur um den Schein zu wahren, dass nichts Seltsames mit ihm vorging, gehörte zu seinem Leben wie Atmen. Nicht, weil er dazugehören wollte, sondern weil es so am unkompliziertesten war und sich unangenehme Situationen vermeiden ließen. Stets bemüht, anderen keinen Grund zur Annahme zu geben, dass man ihn in Ruhe lassen müsse, war anstrengend. Vor allem, wenn er eigentlich genau das wollte. Aber Leute, die man in Ruhe lassen musste, waren seltsam und nicht willkommen. Bei Vincent musste er das nicht.
Er schien generell die richtigen Fragen zu stellen, und Phil hatte tatsächlich das Gefühl, dass sein wahres Wesen bei Vince gut aufgehoben war. Auch wenn er eher selten darüber sprach, was in ihm vorging. »Wie geht's dir? Hast dich ja eine ganze Weile nicht blicken lassen, hm?« stellte Vince gespielt vorwurfsvoll fest. »Ganz gut«, sagte Phil ausweichend. »Ja, ich wollte auch nicht lange bleiben. Eigentlich suche ich nur etwas.« »Aha«, sagte Vince irritiert, als Phil an ihm vorbeiglitt. »Was suchst du denn?« Aber Phil war schon im anderen Teil des Ladens hinter der Kasse verschwunden, zu dem Kunden keinen Zutritt hatten. Außer einem winzigen Büro ohne Fenster und einem noch kleineren Pausenraum, allerdings mit Fenster, gab es hier jedoch nichts Spannendes zu finden. »Ich habe hier mal ein Skript von mir deponiert, weißt du noch? Ist noch gar nicht so lange her.« Tönte es erstickt zu Vince nach vorn, begleitet von Raschelgeräuschen und dem ein oder anderen dumpfen Klonk. Also ich bräuchte es wieder. Hast du es noch irgendwo hier?« Langsam betrat Vince das Büro, das Phil bereits erfolgreich durchwühlt hatte. »Welches von den vielen?« sagte Vince und betrachtete mit hochgezogenen Augenbrauen das Schauspiel vor ihm. Tatsächlich war ein Skript keine besonders hilfreiche Auskunft, wenn man bedachte, dass Phil fast wöchentlich Entwürfe und Skripte bei Vince ablud. Die Ideen mussten reifen, wie Phil es oft zu nennen pflegte. Nicht selten gewann etwas, das er beim Schreiben noch als vollkommenen Unsinn abgetan hatte, nach ein paar Tagen der Abwesenheit an Potenzial und ließ sich doch verwenden. So brachte Phil die Seiten zu Vince in den Laden, wenn er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hatte, dass noch die ein oder andere Brillanz daraus hervorkeimen könnte. Aber auch von Phil selbst abgesegnete Kapitel fanden hier Schutz vor willkürlichen Überarbeitungsanfällen und anderen Schändereien. »Vielleicht versuchst du es einfach mal in der oberen Schublade, wo ich alle deine Skripte aufbewahre?« schlug Vince vor, offenbar unentschlossen, ob er das alles lustig oder bedenklich finden sollte. Phils Blick fiel auf die einzige Schublade, die er noch nicht aufgerissen hatte. Grummelnd zog er sie auf und fand natürlich, was er suchte. Er grapschte nach einem zusammengehefteten Stapel Papier und begann dann geschäftig in der Schublade herumzufischen. »Was suchst du überhaupt?« wiederholte Vince. »Ach, ich war gerade bei Richard. Er würde sich wünschen, die letzten Kapitel zu sehen. Rein Interesse halber natürlich. Soll heißen, er macht sich Sorgen«, murmelte Phil. »Verstehe«, sagte Vince wissend. Richard Porter war Phils Lektor, Manager und persönlicher Betreuer in einem, und Vince kannte die fragwürdige Geschäftsbeziehung, die Phil und er pflegten, nur zu gut. Richard war ein kleiner, rundlicher Mann mit mausgrauem Haar und Grübchen, der auf ermüdende, wenn auch sympathische Art und Weise sehr anstrengend sein konnte. Diese Meetings, wie Richard sie gerne nannte, waren im Grunde Monologe, die er mehr oder minder mit sich selbst führte. Phil nickte lediglich, wenn es ihm anhand von Richards Sprachmelodie angebracht erschien. Wirklich verstehen tat Phil ihn nur selten. Manchmal sprach Richard von irgendwelchen Zahlen, Berechnungen oder Sonderzuschlagsklauseln, deren Bedeutung Phil bis heute schleierhaft war. Ihm war das alles herzlich egal. Er wollte mit diesem ganzen Kram so wenig wie möglich am Hut haben, einfach nur seine Bücher schreiben und ließ Richard freie Hand. Eigentlich war er der dankbarste Klient, den sich ein Manager wünschen konnte, wenn da nicht diese eine Bedingung gewesen wäre, die Phil Richard gleich zu Beginn gestellt hatte. So sollte er Phil aus der Öffentlichkeit so gut es ging heraushalten, was für jemanden, der Bücher veröffentlicht, nur bedingt vorteilhaft ist. Fernsehinterviews lehnte Phil grundsätzlich ab und Fotos machten ihn nervös. Gegen ein Interview im Radio oder einen Zeitungsartikel hatte er nichts einzuwenden, solange kein Bild von ihm abgedruckt wurde. Woher diese vehemente Abneigung gegen das Interesse an seiner Person kam, konnte er nicht erklären. Er stand wohl einfach nicht gern im Mittelpunkt. Auch wenn Richard über diese Bedingungen anfangs überhaupt nicht glücklich gewesen war, so tat er doch alles, um Phil diesen einen Wunsch zu erfüllen. Man konnte von Richard Porter halten, was man mochte, aber in seinem Job war er unschlagbar und ohne ihn hätten es Phil und seine Geschichte nie so weit gebracht.
So ertrug Phil die regelmäßigen Ausflüge in die Welt hinterhalb des Waldes, meist mit einem Lächeln. Richard zog es in die immer gleichen Cafés und Lokale, die alle so herrlich individuell gleich aussahen, in denen überteuerter Kaffee mit original italienischem Zuckerplätzchen geschlürft und sich im alleinigen Bewusstsein seiner gediegenen Kleidung das Nachmittagstörtchen gegönnt wurde. Phil stellte sich gern vor, wie zufrieden diese Persönchen waren, wenn sie die sanitären Einrichtungen besuchten, die im selben klobig-sterilen Stil eingerichtet waren wie das Badezimmer zu Hause. Anschließend wurde sich würdevoll vernünftig darüber unterhalten, wie schön dieses Lokal doch gemacht worden sei und damit dem Besitzer ein anerkennendes Lob für seine Angepasstheit zugesprochen. Um sich ein wenig zu erheitern, vertrieb sich Phil oftmals die Zeit, indem er Gespräche ringsum belauschte. Da fielen Sätze wie: Nun, werte Kollegen, wie bringen wir unser neues Produkt ideal beworben und vor allem gewinnbringend an den Markt? Oder auch immer gerne gehört: Ich stehe voll und ganz hinter unserem Produkt und ich glaube fest daran. Als sich herausstellte, dass es sich bei besagtem Produkt um eine designtechnisch angepasste Kontrollstation einer Alarmanlage handelte, die man sich bedenkenlos in das stilvoll eingerichtete Wohnzimmer hängen konnte, hatte Phil in seinen Kaffee geprustet und dabei Richards gutes Hemd befleckt. Immer wenn sich Phil auf einen Ausflug in diese gesellschaftlichen Hochburgen begab, wurde ihm bewusst, wie sehr sich die Menschen selbst zum Narren hielten und ihre Körper und Seelen verkauften, ja, sich sogar bereitwillig einredeten, mit ganzer Überzeugung an eine Fernbedienung zu glauben. Gewiss war seine eigene Arbeit kaum bedeutsamer. Doch in diesen Momenten war er sehr glücklich darüber, er selbst sein zu dürfen. Wenigstens konnte er tun, woran er wirklich glaubte, und nicht, woran er zu glauben hatte, nur um sich von der Gesellschaft aufgeschwatzte Wünsche zu erfüllen, die vermeintlichen Eintrittskarten zur Akzeptanz und Respekt waren. Mitgliedsausweise, um selbst zu den Hyänen zu gehören und nicht von ihnen zerfleischt zu werden. Wobei der Grat hier sehr schmal zu sein schien. Schließlich hatte Phil alle Kapitel zusammen, die er glaubte zu brauchen, als sein Blick auf das Chaos fiel, das er angerichtet hatte. »Oh, tut mir leid«, sagte er halb bestürzt und begann damit, die Papierhaufen hastig zusammenzuklauben und wieder in die Schubladen zu stopfen. »Oh, lass nur, das meiste muss ich sowieso wegwerfen. Gute Güte, da sind noch Abrechnungen von meinen Großeltern dabei«, sagte Vince stirnrunzelnd und hielt ein verblichenes Bündel in der Hand, das im Begriff war, in sich zusammenzufallen, sollte man es auch nur zu scharf ansehen. Doch Phil hatte die Zettelflut schon halb beseitigt, auch wenn er nicht wusste, wohin er die Dokumente eigentlich steckte, als sein Blick auf ein gewelltes, stark mitgenommenes Blatt fiel. Er grapschte danach und noch mehr Geschwister des bräunlichen Papiers kamen zum Vorschein. Seine Augen leuchteten, als ihm in den Sinn kam, worum es sich dabei handelte. Schnell sammelte er auch diese Blätter zusammen und ließ sie ebenfalls in seiner Tasche verschwinden. »Warum schickst du es ihm eigentlich nicht einfach per Mail?«, fragte Vince. »Oder ist Richard noch von der Generation, die noch nicht so ganz an die Sache mit diesem Internet glaubt?« »Doch schon. Aber er traut ihm nicht. Er befürchtet, die Mail könnte irgendwie abgefangen werden. Nicht ganz unbegründet übrigens. Gary Brickman haben sie so fast das Ende der Ferryman-Trilogie versaut.« »So?« »Ja. Irgendwer hat die Mails von Gary und seinem Lektor geknackt und dann gedroht, die letzten Kapitel im Netz zu veröffentlichen, wenn der Verlag kein Lösegeld bezahlen würde.« »Und? Haben Sie es bezahlt?« »Nein. Es hat sich herausgestellt, dass die anonymen Briefe von Garys jüngerem Cousin kamen. Eine ziemlich peinliche Sache. Und Richard hat das ziemlich mitgenommen.« »Aha. Na dann, ich mache uns mal Kaffee, ja?« sagte Vince, als das Büro einigermaßen wiederhergestellt war. Und schon war er halb auf dem Weg zu der kleinen Kaffeemaschine im Flur, als Phil dazwischen fuhr. Nein, danke, ich muss gleich weiter«, sagte er, ohne Vince anzusehen. Er wollte noch etwas sagen, irgendetwas, das Vince beschwichtigen würde, doch nichts wollte ihm über die Lippen. »Aha«, sagte Vince wieder und sah Phil prüfend an. Phil nickte stumm und wandte sich zum Gehen. »Hör mal, ist alles in Ordnung mit dir? Du...
Unsicherheit lag in Vincents Stimme. Du siehst irgendwie müde aus in letzter Zeit. Phil mochte diese Frage nicht. Und Vincent wusste das. Meist vermied er sie und überließ es Phil, darüber zu entscheiden, ob er sein Wohlbefinden mitteilen wollte oder nicht. Es sei denn, er machte sich ernsthaft Sorgen. Das wiederum konnte Phil noch weniger leiden. Er mochte es nicht, wenn man sich Sorgen um ihn machte, auch wenn er wusste, dass Vince es nur gut meinte. Ja, ich habe die letzte Nacht nicht gut geschlafen. Ich werde heute wohl früher ins Bett gehen, sagte Phil und zwang sich zu einem schwachen Lächeln. Das war wahrscheinlich das Unglaubwürdigste, das er hätte sagen können. Vince zog die Stirn kraus, erwiderte jedoch nichts. Ich komme morgen auf einen Kaffee vorbei, ja? Okay, sagte Vince wenig überzeugt. Na dann, bis morgen. Eilig und mit ungutem Gefühl in der Magengegend schlurfte Phil über den Hof. Die Tür des Busses fiel blechern ins Schloss. Müde sehe ich aus. Mehr, murmelte Phil in sich hinein. Schlaf zu finden war für ihn schon immer ein Mysterium gewesen. Er bewunderte die Menschen, die einfach beschlossen, wann sie zu Bett gehen wollten, und dann tatsächlich schliefen. Für Phil war es jedes Mal aufs Neue ein Kampf, der begann, sobald er in die weichen Daunen stieg. Seine Gegner waren die reißenden Gedankenströme, die gnadenlos auf ihn eindrangen und ihn mit aller Gewalt daran hinderten, sich von der sorglosen Schwere des Schlafes dahinraffen zu lassen. Meist waren es auffühlende Echos der gedanklichen Reisen durch die Welt von Kielblüte, seiner Romanserie und ob die jüngsten Kapitel etwas taugten. Schlafstörungen waren also nichts Neues. Doch Vince hatte recht. In letzter Zeit war es noch schlimmer geworden. Argwöhnisch betrachtete er sich im Rückspiegel. Ein paar gerötete, tiefbraune Augen starrte zurück. Grummelnd schob er sich die Sonnenbrille auf die Nase, klemmte eine Zigarette zwischen die Lippen und bewegte den Bus rückwärts aus dem Torbogen. Es war jedes Mal verwunderlich, dass er dabei nirgends anlegte. Phil hatte den alten Bogen im Verdacht, nach den Außenmaßen eines Bulli gemauert worden zu sein, und zog jedes Mal selbst den Bauch ein, wenn er den Wagen durch die enge Hofeinfahrt zwängte. Es gelang ohne weitere Unfälle, und schon rollte er wieder durch die Straßen. Die Arme hingen schwer über dem Lenkrad, als wären sie mit flüssigem Blei gefüllt, und fast hätte er vor lauter Trägheit eine rote Ampel überfahren. Gedankenverloren stand er davor, als eine vertraute Stimme an sein Ohr schallte. Hey, Phil! Ein junger Mann mit blondem Kraushaar stand am Strand und winkte Phil zu. Er war umringt von einer Gruppe Teenager, die sich alle mit einem Surfbrett bewaffnet hatten. Oh nein, dachte Phil und blickte flehend zur Ampel, sie möge sich beeilen, grün zu werden. Doch anscheinend dachte sie nicht daran. Hey, Bobby, rief Phil und hob eine Hand zum Gruß, wie um gleichzeitig zu signalisieren, dass aus der Begrüßung kein Gespräch entstehen würde. Aber Bobby McFerrin zählte sich nicht zu jener Sorte von Leuten, die sich von solch erbärmlichen Versuchen, einer Konversation aus dem Weg zu gehen, beeindrucken ließen. Kommst du noch raus? Die Wellen sind fantastisch heute, dröhnte Bobby gut gelaunt und deutete aufs Wasser. Heute nicht. Ich habe noch einiges zu tun, aber wir sehen uns die Tage bestimmt mal, ja? Okay, Bobby? Sagte Phil und trat aufs Gas, als die Ampel endlich zu schalten begann. Bobby war ein selbsternannter Surflehrer und half ab und an beim alten Perkins im Souvenirladen aus. Seine Hauptaufgabe schien es jedoch zu sein, interessierte Blicke seiner Surfschülerinnen aufzufangen und unentwegt mit seinen perfekten Zähnen umherzublitzen. Trotzdem er unglaublich anstrengend sein konnte, mochte Phil Bobby und erzählte zu den wenigen Menschen, mit denen er es länger als nur ein paar Minuten aushielt. Der Weg stieg an und führte durch eine dicht bestickte Siedlung, der letzte Ausläufer von Sleepy Bay, bevor der große Wald begann. Überall wurden Barbecues in den ordentlich bestellten Gärten veranstaltet und ab und an flatterte ein Gruß durch die heruntergekurbelten Fenster. Natürlich genossen die meisten das Wetter, wenn es sich dazu entschlossen hatte, sein freundliches Gesicht zu zeigen. In Sleepy Bay gab es genau zwei Arten von Wetter. Entweder es war paradiesisch warm oder stürmisch, rau und kalt.
Für mehr Variationen schien sich das Wetter an diesem vergessenen Örtchen nicht motivieren zu lassen. Die Abstände zwischen den Häusern wurden allmählich größer, bis nur noch ein einziges Haus übrig war. Es stand am weitesten von den anderen entfernt und sein Garten grenzte an den Waldrand. Phils Haus. Einst hatte es einem reichen Geschäftsmann als Sommerresidenz gedient, bis dieser zum Entschluss gekommen sein musste, dass es sich an diesem letzten Eck der Zivilisation nicht wie in erwarteter Weise residieren ließ. Es war erstaunlich billig gewesen. Niemand von außerhalb hatte es haben wollen und keiner der Bewohner hatte sich für diesen unwillkommenen Klotz erbarmt. Sie trauten dem zotteligen Wald bei Nacht nicht über den Weg. Zumindest behauptete das Vince und Phil schenkte ihm gerne Glauben. Das Haus passte überhaupt nicht zu den anderen. Es war zu modern und zu groß, wie es sich klobig gegen die dunkler werdende Baumfront abzeichnete. Phil brachte den Bus vor der Doppelgarage zum Stehen, in der nie jemals ein Auto stand, stieg aus und tappte die steinernen Stufen zur Haustür hinauf. Drinnen schickte die untergehende Sonne ihre letzten orange-roten Strahlen durch die Diele. Es war eine der verheißungsvollsten Stunden des Tages, wie Phil fand. In diesem Licht wirkten Räume ganz anders als sonst. Langsam ging er durch das Wohnzimmer und blickte zum Wald hinüber. Vince verwirrtes Gesicht kam ihm in den Sinn und das schlechte Gewissen überkam ihn. Vince würde sich Gedanken machen, so viel stand fest. Und Phil würde sich nicht mehr lange rausreden können, bis sein bester Freund ein Gespräch suchen würde. Es fehlte ihm auch, mit Vince zu palavern, aber selbst in seiner Gesellschaft fühlte Phil sich nicht mehr richtig aufgehoben, als ob sich etwas in ihm anstaute und kurz davor war, aus ihm herauszubrechen. Im Moment konnte er sich selbst nicht leiden, sich mit Menschen abzugeben war ihm lästiger denn je und das Schreiben hatte sich von einem willkommenen Freund in einen mürrischen Kollegen verwandelt. Tiefs und Blockaden hatte es schon früher gegeben und meist hatte er mit Vince darüber reden können oder es hatte sich nach einer Weile selbst geregelt. Doch dieses Mal war es anders. Es war nicht die Geschichte, die sich im Weg stand, sondern Phil selbst. Etwas nagte an ihm wie ein lähmender Parasit, doch er wusste nicht, was es war. Hinzu kam diese verdammte Müdigkeit, die ihn alles wie durch eine Brille mit verstaubten Gläsern sehen ließ. Und schon wieder war er kurz davor, einfach wegzusacken, als er plötzlich zusammenfuhr. Ein haariges Etwas war lautlos um seine Beine geschlichen, das unter seiner jähen Bewegung ebenfalls zusammengezuckt war und nun vorwurfsvoll miaute. Oh, hey, El Samp, sagte Phil entschuldigend. El Samp war ein schneeweißer sibirischer Waldkater und Phils Mitbewohner. Er setzte sich neben Phil auf den Boden und starrte ebenfalls in den Wald, wahrscheinlich aber aus anderen Gründen. Du hast mich gewaltig erschreckt. Du sollst dich doch nicht immer einfach so anschleichen, hörst du? El Samp sagte nichts. Stattdessen sah er Phil mit großen eisblauen Augen einen Moment lang durchdringend an, dann drehte er den Kopf und stolzierte davon. Na schön, genug der Grübeleien, seufzte Phil und folgte dem Kater in die Küche. Mal sehen, was es zu futtern gibt. El Samp war Phil vor einigen Jahren zugelaufen, kurz nachdem er selbst in das Haus eingezogen war. Eines Tages war der Kater einfach aus dem Wald gesprungen und hatte sich auf Phils Terrasse niedergelassen. Seitdem wohnte er hier. Erst hatte Phil nicht recht gewusst, wie er ihn nennen sollte, und eine Bekannte unten aus der Stadt hatte Simba vorgeschlagen, aber Phil war das einfallslos vorgekommen. Dann hatte er so lange mit dem Namen herumjongliert, bis El Samp entstanden war. Wobei El als der männliche spanische Artikel zu verstehen war und Samp französisch ausgesprochen werden musste. Phil liebte es, Sprachen sinnlos zu kombinieren und mittlerweile hatte er sich so daran gewöhnt, dass er sich nicht vorstellen konnte, El Samp hätte jemals einen anderen Namen haben können. Phil öffnete eine Schranktür und angelte eine Dose Katzenfutter heraus. Kalb und Huhn in leckerer Soße, sagte er, während er Fleischbrocken in El Samps Napf kippte. Er fragte sich, woher die wohl wussten, dass dieser Schleim lecker war. El Samp schien es jedenfalls zu schmecken, denn er machte sich gierig darüber her. Und was haben wir für El Samp?
Großartig. Ravioli, sagte er trüb und nahm eine weitere Dose aus dem Schrank. Phil ernährte sich hauptsächlich von Fertiggerichten oder kochte sich ein paar Nudeln ab, die er zur Not auch blank verzehrte. Wählerisch war er nicht. Er konnte sich nicht daran erinnern, in der Designerküche jemals wirklich gekocht zu haben. Und von den meisten Dingen, die hier scheinbar zufällig und trotzdem wohlplatziert herumstanden, konnte er sich nicht zusammenreimen, wofür man sie verwenden sollte. Also rührte er sie am besten auch nicht an. Er wusste, wo die wichtigsten Töpfe und Teller zu finden waren. Das genügte. An einem kleinen hölzernen Tisch vor einer Glasfront, von wo man den gesamten Garten überblicken konnte, schaufelte er die klumpigen Teigtaschen in sich hinein, ohne zu wissen, wonach sie schmecken wollten. Ursprünglich war dieser Teil des Wohnzimmers als Entspannungs- und Leseecke konzipiert, versteckt durch perfekt aufeinander abgestimmte mannshohe Zimmerpflanzen, dessen Namen Phil entfallen waren. Ein Freund von ihm hatte kleine Kärtchen in die Töpfe gesteckt, die ihm verrieten, wann und wie oft er jede Pflanze zu gießen hatte. Diesen Karten verdankten die Bäumchen ihr Leben. Ein kleiner Wasserlauf plätscherte zu seinen Füßen auf blauen Tonkugeln vor sich hin und mündete in einer Miniaturausgabe eines japanischen Sees, der durch die Glasfront nach draußen ablief. Entspannt oder gelesen hatte Phil hier noch nie. Im Allgemeinen nutzte er nichts, wofür es vorgesehen war. Auf dem massiven Esstisch zu seiner Linken türmten sich Berge von Zeitschriften, Briefen oder sonstiger Zettelwirtschaft, die eines Tages wieder Wichtigkeit erlangen konnte. Dort wirklich zu essen, konnte Phil sich nicht vorstellen. Er würde sich verloren und einsam dabei vorkommen. Außerdem war der Tisch schön groß und bot somit viel Fläche, um dort Dinge abzuladen. Die lederne Designer-Couch sah aus, als hätte überhaupt noch nie jemand darauf gesessen, was wahrscheinlich auch der Fall war. Und der brandneue Fernseher mit Curved-Display, Smart-TV und sonstigem Schnickschnack, für den so manch einer sein letztes Hemd gegeben hätte, stand traurig auf einem schicken schwarzen Steintisch und glotzte blind in das Wohnzimmer hinein. Einmal hatte Phil den naiven Wunsch verspürt, etwas darauf ansehen zu wollen. Nachdem er sich jedoch eine halbe Stunde auf drei verschiedenen Fernbedienungen durch piepsende Menüs gewühlt hatte, um dann immer noch kein Bild zu haben, hatte er zornig den Stecker gezogen und geschworen, ihn nicht wieder einzustecken. Seitdem bediente er sich der Zuverlässigkeit eines alten Röhrengeräts, das im Schlafzimmer stand, auch wenn er so gut wie nie fernsah. All diese Sachen waren nicht seine Idee gewesen. Als er das Haus gekauft und zum ersten Mal die leeren Räume, seine leeren Räume betreten hatte, war ihm aufgefallen, dass er nichts besaß, das er hätte hineinstellen können. Aus seiner Studentenbude wollte er so wenig wie möglich behalten, und selbst wenn er alles mitgenommen hätte, so wäre vermutlich nicht einmal das kleinste der Zimmer gefüllt worden. Von Einrichtungen hatte er ebenso wenig Ahnung wie vom Kochen, also hatte er das Haus gleich von jemandem einrichten lassen, der sich damit auskannte. »Welcher Stil schwebt Ihnen denn vor, Mr. Curtis?« hatte der Designer in geschwollenem Tonfall gefragt. »Nun, was finden Sie denn schön?« hatte Phil zur Antwort gegeben. Von da an hatte der Designer nicht mehr allzu viele Fragen gestellt. Es war ja auch nicht so, dass es Phil nicht gefiel, nur hatte er einfach keine Verwendung dafür. Nachdem er sein Mahl beendet hatte, saß er noch eine Weile reglos da. Dunkelheit legte sich über den Wald. Heimlich kroch ihm die verhasste Müdigkeit in die Glieder und verlangsamte seine Atemfrequenz. Die Wogen der Schwere überschwemmten ihn ein ums andere Mal, und beinahe war er gewillt, ihnen nachzugeben. Er wusste, wie es abliefe, würde er sich dazu hinreißen lassen, in die Tiefe zu entschwinden. Binnen Sekunden wäre er eingeschlafen. Nur um ein paar wenige Stunden später nervös wieder aufzuwachen. In einem Zustand zwischen Schlafen und Wachen würde er den Rest der Nacht verbringen, zu träge und zu aufgewühlt zugleich. Er wäre ein gefundenes Fressen für den Albtraum, der ihn seit Tagen heimsuchte. Der Traum war immer derselbe. Er war eingesperrt in einem kleinen hölzernen Raum, der an eine vermoderte Jagdhütte in den Wäldern erinnerte. Erfüllt von einer unerklärlichen Furcht, die ihm im Nacken saß, lief er durch den Raum und rüttelte immer wieder an der verschlossenen Tür.
Nach ein paar Nächten war sie plötzlich aufgesprungen und Phil war in einen düsteren Gang getreten, der nirgends hinführte. Schmutzige Öllampen hingen an den Wänden und kehlige Stimmen flüsterten aus ihnen heraus. Phil konnte nie verstehen, was sie sagten. In Panik war er den Gang entlang gerannt, doch dieser schien nur ins unendliche Schwarz zu führen. Nach einer Weile des sinnlosen Rennens schwollen die Stimmen zu einem Getöse aus Zischlauten und widerlichem Gekrächze an, so lange, bis Phil von seinen eigenen Schreien aus dem Traum gerissen wurde. Bisher hatte er niemandem davon erzählt, in der Hoffnung, es würde von selbst aufhören. Aber das tat es nicht. Und mittlerweile war er sicher, sich in der alten Hütte wiederzufinden, sollte er einschlafen. Aber das wollte er nicht. Noch nicht. Seine Gedanken schweiften zu der mit Skripten überquellenden Tasche ab, die noch immer auf dem Beifahrersitz des Busses lag. Er gab sich einen Ruck, holte die Tasche aus dem Bus und ging die Treppe nach oben. Das Haus ergab sich allmählich der Dunkelheit und lange Schatten krochen aus den Ecken. Obwohl man kaum die Hand vor Augen erkennen konnte, machte Phil kein Licht. Das tat er nie, wenn er durchs Haus spazierte. Eine alte Gewohnheit. Erst in seinem Arbeitszimmer knipste er das Licht an und schaltete reflexartig eine alte, zerbeulte Kaffeemaschine ein, die auf dem wackeligen Tischchen neben der Tür stand. Das Arbeitszimmer war der kleinste Raum im Haus und der einzige, den er selbst eingerichtet hatte. Er war sich sicher gewesen, wie er es hatte haben wollen, und es war, als würde man ein anderes Haus betreten. Denn dieser Raum wollte so gar nicht zu den anderen Zimmern passen. Er erinnerte an Corvys Bookstore. Die Wände waren mit überfüllten Bücherregalen aus dunklem Nussbaumholz tapeziert. Links vom Schreibtisch war ein deckenhohes Fenster eingelassen mit Blick über den Garten hin zum Wald. Der Schreibtisch sowie der Fußboden war von einem Meer aus Zetteln, Blättern und Büchern überschwemmt worden. Das hat alles seine Ordnung. Natürlich. Phils Ordnung, die streng genommen keine war. Seltsamerweise fand er sich hier bestens zurecht, wohingegen er im Rest des penibel aufgeräumten Hauses nie etwas fand. In einer Ecke unter der Dachschräge thronte ein uralter Sessel, den er aus seiner Studentenbude mitgebracht hatte. Er war das Einzige, das er aus dieser Zeit noch besaß, und Phil konnte sich nicht vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt einen bequemeren Sessel geben konnte. Darum herum hatte ein Wald aus Büchern Wurzeln geschlagen. Das war Phils Leseecke, wie unschwer zu erkennen war. Er wischte einen Hügel Papier beiseite, der dabei war, unbemerkt in die Höhe zu wachsen, und klatschte die Tasche auf den Tisch. Sofort sprudelte eine Flut Skriptseiten heraus, die er an Richard schicken sollte. Vereinzelt spitzelte vergilbtes Papier zwischen den weißen Blättern hervor. Phil suchte die verblichenen Seiten heraus und sortierte sie. Sie wellten sich, als hätte jemand einen großen Becher Kaffee darüber verschüttet. In diesem Moment ließ die Maschine an der Tür ein durchdringendes Zischen verlauten. Der Kaffee war durchgelaufen. Phil schenkte sich eine Tasse voll und nahm einen kräftigen Schluck. Er liebte es, wenn der heiße, schwarze Saft seinen Gaumen umspülte und kurz ein Gefühl von Taubheit hinterließ. Dass ein übertriebener Kaffeekonsum der Grund für seine Schlafstörungen sein sollte, hielt Phil für unsinnig. Er trank Kaffee wie Wasser und war wohl längst nicht mehr anfällig für das Koffein. Außerdem, was wäre die Schreiberei ohne einen dampfenden Becher Kaffee? Bedächtig nahm er das Bündel sortierten Papieres in die Hände, das knitternde Geräusche von sich gab. Das geheime Tagebuch stand da in dicken Lettern auf der ersten Seite. Unweigerlich kräuselten sich seine Lippen. Seine erste Geschichte. Er hatte vor vielen Jahren begonnen, sie zu schreiben. Er musste noch zur Schule gegangen sein. Merkwürdig, was sie bei Vince in der Schublade zu suchen hatte. Wahrscheinlich hatte er sie eines Tages Gedanken verloren mit einem anderen Skript dort untergebracht. Mit einem Mal packte ihn unverhohlene Neugier, was sein Teenager selbst wohl fabriziert haben mochte. Er steckte sich eine Zigarette an, nahm einen weiteren Schluck Kaffee und im Dunst des Rauches begann er zu lesen. Die Worte formten sich zu Bildern und allzu lebhaft hatte er die Gruppe von Jugendlichen vor Augen, um die es in der Geschichte gehen sollte. Die Freunde planten einen Trip auf eine einsame Ferienhütte im Wald, wo sie tun und lassen konnten, was sie wollten.
meilenweit keine Menschenseele, die sie belästigen würde oder sich belästigt fühlen könnte. Doch schon bald sollten schreckliche Dinge auf der Hütte geschehen, von der sie nicht entkommen konnten. Ein typisches Jugendhorror-Szenario eben. All die Namen und Schicksale der einzelnen Figuren kamen ihnen wieder in den Sinn und er begab sich mit ihnen auf die Reise durch die beschriebene Welt. Ab und zu musste er schmunzeln über die fatale Ausdrucksweise und Sätze, die nichts weiter waren als verbale Unfälle. Dennoch bereitete es ihm unheimliches Vergnügen, sich durch die ersten Kapitel zu lesen. Vieles war ihm entfallen und er ertappte sich dabei, wie er selbst gespannt darauf war, wie es weiterging. Schon bald waren die ersten Seiten gelesen und der Stil änderte sich. Offenbar war etwas in Phils Leben passiert, das ihn motiviert hatte. Das Geschriebene wurde selbstbewusster, energischer. Und obwohl ihn das nur noch mehr hätte fesseln müssen, entfernte sich das Geschehen und verlor sich in schwachem Nebel, der langsam durch seine Gedanken sickerte. Wenn er ehrlich war, konnte er sich nicht erinnern, was ihn so angetrieben hatte. Generell wusste er nicht mehr viel aus dieser Zeit. Grob zeichneten sich die Konturen seines damaligen Zimmers ab. Oder war es das eines Freundes gewesen? Doch auch ein Gesicht zu einem möglichen Freund mochte ihm nicht in den Sinn kommen. Wieder wunderte er sich darüber, wie ihm seine eigenen Gedanken so verloren gehen konnten. Er las weiter und immer weniger Bekanntes fand er in den Zeilen, aber er war sich sicher, dass er es geschrieben hatte. Es war ein klarer, kühler Morgen und der rötlich angehauchte Himmel kündigte den rasch herandämmernden Tag an. Paul lehnte sich über das Gartentor, starrte in die Nachbarschaft hinein und blickte von einem geschlossenen Rollladen zum nächsten. Wie alt war er gewesen, als das entstanden war? 15? 16? Oder doch älter? Alles war möglich, denn nach dieser Geschichte hatte er lange nichts geschrieben. Erst im Studium war der Gedanke neu entfacht worden und brannte seitdem wie ein loderndes Feuer. Im ersten Moment war es ihm nicht aufgefallen, doch dann wurde ihm bewusst, dass es genau dieses Bild war, das er immer sah, wenn er morgens das Haus verließ und zur Schule ging. Meist war er dann mit den Gedanken woanders, um zu bemerken, wie ruhig es ohne Kindergeschrei sein konnte. Warum hatte er überhaupt aufgehört? So schlecht war das alles nicht. Man hätte durchaus etwas daraus machen können. Irgendetwas musste ihn frustriert haben. Die Straße war wie ausgestorben. Doch plötzlich war ihm, als leuchtete ein großes Augenpaar durch die Nachbarshecke zu ihm herüber. War ein Mädchen im Spiel gewesen? Es war zum Verzweifeln. Er konnte sich einfach nicht erinnern. Die Müdigkeit kehrte nun mit voller Fahrt zurück und brachte ihn um jeden klaren Gedanken. »Konzentrier dich auf die Wörter«, sagte Phil sich. Paul erschrak, doch als er näher hinsehen wollte, war das Augenpaar verschwunden. Er musste Sätze zweimal lesen, bevor er begriff, was sie sagen wollten. Immer tiefer drang die Erschöpfung und verschleierte die Realität. War das Augenpaar verschwunden? Viel Zeit, um sich über die merkwürdigen Augen zu wundern, blieb Paul nicht. In diesem Moment mit dem Wagen. Kurz fielen Phil die Augen zu. Er zuckte, als er merkte, dass ihm der Kopf auf die Brust gesunken war. Er hatte einige Absätze übersprungen und wusste nicht, wo er aufgehört hatte. Alles beginnt sich zu drehen. Es ist, als würde es seine kalten Klauen um meine Arme legen. Sie werden taub. Gleich wird alles stumpf werden, aber noch weigere ich mich mitzukommen und erneut durch dieses Labyrinth aus dunklen Gassen zu hetzen. Der Kampf beginnt von neuem. Lange würde er sich nicht mehr wach halten können. Kurz war ihm, als sähe er die faulige Wand eines verfallenen Raumes vor sich. Es ist nun ganz nah. Ich kann seinen schleimigen Atem riechen, der sich jetzt durch meine Nase treibt. Das Gift riecht langsam durch meine Venen und infiziert meinen Verstand. Die Wörter mischten sich unter den Traum, der das Arbeitszimmer um ihn herum gierig verschlang,
und bauten einen düsteren, mit Holz verkleideten Raum auf. Sie wurden zu den Flüsterstimmen, die dumpf aus allen Winkeln der Wände drangen, erst leise und wie von fern, dann laut und durchdringend. Und wie als würde ein Wecker direkt vor ihm anfangen zu schreien, riss ihn die Erkenntnis hart aus seiner Schläfrigkeit und er war hellwach. Die letzten Sätze verhallten in seinem Kopf und erst jetzt begriff er ihre Bedeutung. Erst dachte er, der Schlaf hätte ihm diese Wörter untergejubelt, aber dann sah er auf das Blatt und fand sie wieder, schwarz auf weiß abgedruckt. Aber das ergab keinen Sinn. Es hatte rein gar nichts mit der Geschichte der Jugendlichen zu tun. Phil starrte auf das Blatt Papier, das sich in seiner verwaschenen Tarnung mitten unter die anderen geschummelt hatte. Es kommt zurück. Ich merke, dass es mich dieses Mal überwältigen wird. Meine Muskeln krampfen sich zusammen, ich stürze zu Boden. Er drückt mir die Feder wieder in die Hand, damit ich alles aufschreibe. Ich sage ihm, er solle gehen. Alles beginnt sich zu drehen. Es ist, als würde es seine kalten Klauen um meine Arme legen. Sie werden taub. Gleich wird alles stumpf werden, aber noch weigere ich mich mitzukommen und erneut durch dieses Labyrinth aus dunklen Gassen zu hetzen. Der Kampf beginnt von neuem. Meine Sinne entgleiten mir. Es ist nun ganz nah. Ich kann seinen schleimigen Atem riechen, der sich jetzt durch meine Nase treibt. Das Gift kriecht langsam durch meine Venen und infiziert meinen Verstand. Ich kratze den letzten Rest meiner selbst zusammen und schreie ihn an, er solle verschwinden. Schnelle Schritte entfernen sich. Die Tür fällt ins Schloss und wird verriegelt. Sie wird halten. Sage ich mir, während röchelnde Zischlaute in meinem Ohr widerhallen. Alles verschwimmt. Eine frostige Kralle bohrt sich in mein Fleisch. Es ist da. Verständnislos saß Phil da und mit jedem Wort zogen sich seine Augenbrauen weiter zusammen. Er las den Absatz ein zweites und ein drittes Mal und konnte nicht umhin, dass ihm jedes Mal ein kalter Schauer über den Rücken lief. Die Augen zu Schlitzen verengt, betrachtete er das vergilbte Papier. Unschuldig lag es da, doch nun schien es etwas Dunkles abzusondern. Phils Atem ging schwer. Gerade wollte er nach dem Päckchen Zigaretten auf dem Schreibtisch greifen, als er glaubte, etwas wäre an der Tür vorbeigehuscht, die einen Spalt breit offen stand. Keuchend zuckte er zusammen. Hitze begehrte ihn auf und das Herz hämmerte ihm bis zum Hals. Sam? Fragte Phil steif in das leere Haus hinein. Nichts rührte sich. Langsam ging er auf die Tür zu. Dann riss er sie auf, patschte mit der Hand nach dem Lichtschalter und der Flur wurde erhellt. Der Kater war nirgends zu sehen. Und auch sonst war nichts Ungewöhnliches auszumachen. Natürlich nicht. Was sollte da schon sein? Trotzdem musste er sich zwingen, Gedanken an irgendwelche Szenen aus Horrorfilmen zu verscheuchen, die einem scheinbar unausweichlich in den Sinn kommen, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Er atmete tief durch und ließ sich wieder in seinen Stuhl sinken. Eine Reaktion auf dieses absurde Geschreibsel, gemischt mit der Müdigkeit, beschwichtigte er sich. Dennoch blickte er erneut zur Tür, die er dieses Mal weit offen gelassen hatte. Der erste Schrecken war noch nicht verflogen. Halb erwartete er, erneut einen Schatten durch den Rahmen springen zu sehen. Wütend stand er auf, schmiss die Tür zu und zuckte wegen des unerwartet lauten Knalls zusammen. Was sollte dieser Text? Hatte sich Vince einen Scherz erlaubt, die Seite einfach dazugelegt? Aber wozu? Nein, das war nicht die Art von Scherz, die Vince lustig gefunden hätte. Zitternd nahm Phil eine Zigarette aus dem Päckchen.
Sie leuchtete kurz auf, als die Flamme aus dem Feuerzeug sie küsste. Jetzt bereute er zutiefst, sich dieses verdammte Skript angesehen zu haben, das zu nichts anderem taugte, als ihm einen gehörigen Schrecken einzujagen. Ohne einen weiteren Blick auf den Text packte er das Bündel und pfefferte es in eine der Schubladen. »Soll es doch da drin verfaulen«, sagte er laut zu der Schublade. Trotzdem, die Wörter hallten in seinem Kopf wieder wie ein Echo in einem langen, dunklen Tunnel. Fabelhaft. Noch mehr Futter für den Traum. Es versprach, eine großartige Nacht zu werden.